Afghanistan im Sommer 2010. Die vergangenen Monate waren die blutigsten seit Beginn des Krieges. Im ersten Halbjahr starben 485 NATO-Soldaten und mehr als 1200 Zivilisten. Ist dieser Krieg zu gewinnen? Im Sommer 2010 reise ich auf eigene Faust durch Afghanistan, treffe Soldaten und Menschen, die hier geboren sind und in diesem Krieg der vielen Fronten irgendwie zu überleben versuchen. Erster Halt, Hauptbahnhof Lummerland. So nennen sie im deutschen Feldlager Kunduz den Sammelplatz für An- und Abreise. 1400 Männer und Frauen sind in Kunduz stationiert und ab heute sind es noch zwei mehr. Bremen suchen wir. Bremen. Also, Bremen. Bremen. Die Unterkünfte tragen Städtenamen. Da, wo die Betonfläche reingeht. Sind Sie heute hier angekommen? Heute hier angekommen. Von? Ja, aus Deutschland. Ach so. Wo kommen Sie her? In Deutschland? Darf ich das sagen? In den Stadt. Aus Kiel. Hallo, danke. Zwei Kieler auf dem Weg nach Bremen. Ich bekomme erstmal eine Führung durch das Lager. 3700 Kilokalorien müssen laut Dienstvorschrift täglich an jeden Soldaten ausgegeben werden. Das meiste davon wird eingeflogen. Essen ist Heimat. Detailprobleme rund um den Kartoffelsalat sind aber noch nicht gelöst. Ja, das ist das Problem, wenn wir nicht alle Ware da haben. Wir haben zum Beispiel keine Mayonnaise hier. Die gibt es nicht. Nur in den kleinen Tütchen. Das wäre ein Unding, die aufzumachen. Also die Truppe möchte zum Beispiel gerne mal ein gekochtes Ei haben, was hier nicht möglich ist. Das ist rein Hygienestandard, beziehungsweise ist vom Preis her zu teuer. Da kostet ein Ei dann 2 Euro das Stück. Das ist dann zu teuer. Das geht nicht. In den Werkstätten nebenan sind die Mechaniker pausenlos am Schrauben. Patrouillenfahrzeuge und Panzer sind in dem unwegsamen Terrain dauernd unterwegs und müssen ständig repariert werden. Übrigens auch von Afghanen, die die Bundeswehr hier ausbildet. Am nächsten Morgen. Fallschirmjäger aus Seedorf und eine Schutzkompanie brechen auf zu einer Patrouillenfahrt. Die genaue Bezeichnung der Einheit darf ich nicht preisgeben. Auch die Nachnamen der Soldaten sind tabu, aus Gründen der Sicherheit. Wir fahren in nordwestlicher Richtung. Alle sind angespannt. Die große Gefahr, Sprengfallen. Der letzte Anschlag sei erst wenige Tage her, genau auf dieser Strecke, erzählt der Zugführer. Die Vorderachse ist weg, der Motor ist beschädigt worden, das Fahrzeug ist umgekippt und lag dann ca. 50 Meter hinter den Keilbahn, rechts angelehnt an der Mauer. Die ist auch ein bisschen eingerissen. Wir haben jetzt auch eben noch ein paar Wrackteile gefunden. Also Lüfter, Plastik, sowas lag da noch. Aber sonst nichts Gravierendes. Die Besatzung geht es allen gut. Eine Baustelle am Kunduzfluss. Unser erstes Ziel. Hier wird eine Brücke gebaut, teils mit deutschem Geld. Alles, was diesseits des Flusses ist, ist relativ ruhig. Alles, was jenseits des Flusses ist, also auf der anderen Flussseite, ist Schmutzfußland, so nennen wir das. Also ist eher gefährlich, ja. Immer wieder werden die afghanischen Bauarbeiter von den Taliban angegriffen. Darum bittet der örtliche Polizeichef, die Deutschen sich hier öfter sehen zu lassen. Von wem werden sie angegriffen, frage ich. Die sitzen da drüben und schießen auf uns. Jeden zweiten, dritten Tag greifen sie uns an und verletzen die Bauarbeiter. Zum Glück ist keiner bisher gestorben, aber das ist nur eine Frage der Zeit. So ist die Lage. Leider, mit den Taliban ist nicht zu scherzen. Doch öfter werden die Deutschen nicht kommen. Auch wenn der Zugführer halb resigniert auf das Emblem an seinem Arm verweist. Manche Probleme könne man eben nur mit Waffen von Heckler und Koch lösen, steht da.
Das sieht er auch so, aber... Wenn es nach mir gehen würde, bräuchte man wesentlich mehr Kräfte hier im Kundus, um wirklich überall die Präsenz zu zeigen, die nötig wäre. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber jetzt ist der Tendenz sogar noch weniger zu schicken. Ja. Aber gut ist, dass der Amerikaner jetzt mehr und mehr mit reinstößt. Wir fahren weiter Richtung Norden. Über mehr als 8000 Quadratkilometer erstreckt sich die Provinz Kunduz, in der die Deutschen mit solchen Patrouillen für Sicherheit sorgen sollen. Eigentlich eine unlösbare Aufgabe. Auf einem Plateau halten wir an. Noch vor ein paar Monaten galt das nahe Dorf Jangerek als Taliban-Stützpunkt. Darum soll die Bundeswehr hier verstärkt Präsenz zeigen. Unsere Fahrzeuge werden strategisch rangiert. Die Soldaten wollen hier bleiben und erst zum Einbruch der Dunkelheit in das Feldlager zurückkehren. Ich möchte noch mal mit Henner, dem Zugführer, ein Interview führen. Aber dazu kommt es nicht. Dazu, dass, Hey, rein! Tobi, ran aus dem G! Aus aufweichenden Feind, Feuerlaubnis! Die Taliban haben sich zurückgemeldet. Wir springen in den Dingo. Jede Bewegung in den Siedlungen wird über Funk ausgetauscht. Schließlich wird in Richtung der Angreifer eine Milan-Rakete abgefeuert. Wohl nur, um die Schüsse nicht unerwidert zu lassen. Zurück im Lager sind die Männer erleichtert, wieder mal davongekommen zu sein. Und froh, dass für niemanden Gedenktafeln wie dieser angebracht werden müssen. Bei den Fallschirmjägern aus Seedorf geht in einer Woche ein viermonatiger Einsatz in Afghanistan zu Ende. Aufbruchstimmung ist zu spüren. Obwohl sie sich freuen, ihre Frauen, Kinder und Freunde bald wieder zu sehen, ist manchem auch klar, dass die Zeit hier Spuren hinterlassen hat. Ich bin froh, wenn ich zu Hause bin, natürlich, und entspanne mich dann aber auch. Und ich kann, sage ich, kann einfach abschalten. Was mir schwerfällt, ist zum Beispiel bei großen Einkaufsketten wie Marktkauf, mag ich gar nicht einkaufen. So nicht große so Kaufhäuser? Ja, wenn es gerade dann die Haupteinkaufszeit ist, keine Ahnung, 17 Uhr, wo alle Feierabend haben und dann gehen alle gleich einkaufen, weil sie den Einkauf hinter sich haben und ist der Laden proppevoll. Das mag ich nicht mehr. Mhm. Also ist das so Platzangst oder was? Ja, eher Angst vor vielen Menschen. Mhm. Weil ich gucke mir jeden Menschen genauer an. So, könnte der eine Waffe haben oder so? Vielleicht ist das so ein bisschen hängen geblieben aus dem Einsatz. Auch bei Jan ist was hängen geblieben. Aber seine Freundin in Deutschland mag nicht, dass er zu Hause so rumläuft, erzählt er. Ja, ich habe von vornherein gesagt zu meinen Freunden zu Hause, dass ich mir im Einsatz ein Bart wachsen lasse. Ja, und zudem kommt man hier auch bei der Bevölkerung. Merkt man gleich, dass das Ansehen größer ist, wenn man einen Bart hat hier in Afghanistan. Kunduz Stadt am Morgen, wenige hundert Meter vom deutschen Lager entfernt. Soldaten bergen Tote und Verletzte. In der Nacht hatten Taliban eine Autobombe vor dem Gebäude einer amerikanischen Hilfsorganisation gezündet. Jetzt haben sie sich in den Büros verschanzt. Jeder Schuss dieser sechs zum Tod entschlossenen Kämpfer wird von den afghanischen Soldaten mit einem Kugelhagel beantwortet. Ob sonst noch jemand in dem Gebäude ist, kümmert hier keiner. Filmen kann ich nur mit der Kamera in meinem Handy. Schließlich gelange ich mit den Soldaten in das Gebäude. Hallo, Mister. Please, let me help you. In den Trümmern der ersten Etage wird ein schwerverletzter Wachmann geborgen. Dann durchkämmen die Soldaten das Gebäude.
Plötzlich wieder Schüsse. Offenbar sind einige der Attentäter immer noch am Leben. Wieder eine gnadenlose Schießerei, bis sich nichts mehr rührt. Und das Gebäude völlig in Trümmern liegt. Als schließlich die Männer der US-Einheit der 10th Mountain Division eintreffen, ist alles vorbei. Die sechs Attentäter haben vier Wachleute, darunter einen Deutschen und zwei afghanische Soldaten, mit in den Tod genommen. Deutsche Soldaten sind nicht vor Ort. Der Anschlag, nicht weit von hier, ist für sie tags drauf ganz weit weg. Deutschland gegen Argentinien, Halbfinale bei der Fußball-WM. Bei Nationalhymnen stehen sie vorschriftsmäßig stramm. Doch als dann die Tore fallen, da wandelt sich das Café Lummerland zu einer ganz normalen deutschen Kneipe. Vorläufig verlasse ich Kunduz und fahre ins Bergland bei Asadabad an der pakistanischen Grenze. Ich habe von den Amerikanern das Okay bekommen, einen US-Außenposten hier im Hindukusch-Gebirge zu besuchen. Ein Trupp dieser Army Rangers erkundet an diesem Morgen im Peschtal einen neuen Standort für das Lager. Im Alten, unten im Tal, ist es zu unsicher geworden. Sie beschließen, das Lager in die Berge zu verlegen. Hierhin, auf 1400 Metern Höhe. Wir werden einen Tag brauchen, um das Lager hier einzurichten und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit wir nicht so leicht überrollt werden können. Als erstes müssen wir so viel Material wie möglich hier hochschleppen, damit die Sicherheit gewährleistet ist. Dieser Standort ist nicht schlecht. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir schon am ersten Tag angegriffen werden. Trotzdem, wir haben einen gewissen Vorteil. Hier können wir uns besser verteidigen. Für die Rückkehr zu ihrem Lager wählen die Soldaten einen direkten, aber riskanten Weg vorbei am Dorf Namar. Einer der Sergeants erklärt sich bereit, meine Videokamera an seinem Helm anzubringen. Kaum haben wir Namar erreicht, passiert es. Offenbar haben die Taliban uns beobachtet und gewartet, bis wir in Schussweite kommen. Zur Unterstützung werden über Funk Hubschrauber angefordert und zur Orientierung der Piloten Farbmarkierungen gezündet.